Leute, ich bin Steffen, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und ich habe ja im letzten Video gesagt, ich möchte gerne eine Möglichkeit nochmal Strats rund um Mira zeigen. Gab einige Kommentare mit Leuten, die finden es ganz cool. Das heißt, ich zeige hier da ein paar Fenster auf manchen Karten, wo ich sage, es lohnt sich. Das kann natürlich entsprechend lange dauern. Ich werde nicht heute schon alle Maps zeigen können, aber ihr seht dann schon wahrscheinlich im Videotitel oder in der Videobeschreibung, welche Maps ich heute so zeige. Ich denke, ich beginne hier direkt mit Oregon und leg mal los mit Mira. Mira spiele ich aktuell mit einem Red Dot, nicht mehr mit Holo, weil ich mag das neue Holo nicht. Dieses kleine Visier darauf, dieses kleine Fadenkreuz, gefällt mir nicht so sehr. Da mag ich lieber den kleinen Punkt von Red Dot tatsächlich sehr gerne. Und ansonsten habe ich einen Flash Hider drauf und diese türkise hellblaue Tarnung einfach mal so aus Fun. So, wir gehen direkt in Laundry und Supply Room. So, wir haben hier einen Bombenspot und da hinten einen Bombenspot. Und so eine Standard-Strat hier ist erstmal normalerweise, man macht hier eine Verstärkung ran, da eine Verstärkung, hier nicht verstärkt und hier Rotation Hole. Ist oftmals so ein Standard-Ding. Schöne Sache für Mira ist hier, die rechte Wand zu verstärken und daran dann ein Fenster zu platzieren und dahinter dann einen Smoke zu stellen. Ah, müssen wir da links. Hinter dann ist hier der Smoke, nicht Mira selbst. Und Smoke kann dann quasi hier mal gucken, was da vorne kommt und vielleicht hier ein paar Löcher drin haben. Es gibt Mira Shotgun leider nie so geil. Und wenn er da vorne was sieht, kann ich es mit C4 antäuschen, schmeißt er halt natürlich seine Smoke-Granate nicht, wie C4 dahin und dann kann er entsprechend, wenn er geplantet wird, wenn da Montagne kommt, was auch immer, die dann wegscheuchen. Und ebenso kann er natürlich auch einfach pieken und die Leute abballern. Andere Taktik ist, die man gerade gesehen hat, heute sogar, Elevate gegen Continuum. Elevate hat das gespielt, die haben eine Double-Window-Taktik gemacht. Double-Window-Taktik heißt, man macht zwei Fenster nebeneinander, an zwei Wänden quasi, beide Wände verstärkt. Macht aber ein Fenster auf, entsprechend das linke Fenster. Ich kann beim Rechten gucken, was geht so ab und kann dann direkt rumpieken und ballern. Das ist auch ganz geil tatsächlich. Vor allem, weil die Wand nun verstärkt ist. Ich habe keine große Angst mehr, dass eine Handgranate kommt oder was auch immer mich einfach raussprengt. Ich habe viel bessere Deckung. Kostet aber auch viel, ja, viele Sachen. Ich muss beide Fenster investieren. Ich habe kein Fenster mehr woanders, was ich nutzen kann. Und ich habe auch zwei Reinforcements direkt weg oder eine weitere, besser gesagt. Dadurch ist dieser Bombenspot aber auch ziemlich gut geschützt. Continuum hatte zum Beispiel erstmal ziemlich Probleme damit gehabt. Ich glaube, erstmal sind sie da auch dran verkackt. Beim zweiten Mal haben sie es so ausgekontert, indem sie einfach nicht mehr auf A gegangen sind, sondern sie sind einfach Construction Site hier unten durch und haben B eingenommen. Das wäre quasi der Konter, weil ich halt als Verteidiger hier viel investiere, fehlt mir da hinten irgendwas. Und so kann man es theoretisch auskontern, man kann die auch entsprechend hier auch Löcher platzieren. Wenn man natürlich sagt, ich möchte nicht beide Fenster da vorne haben, sondern woanders, ist einmal hier ein schöner Spot, hier ein Fenster ran, dann kann ich direkt sehen, was geht da hinten so ab, kommt da die Stairs was runter. Hier kann man vielleicht einen Dropper ab-aimen, aber die würde ich nicht nutzen. Die hier wiederum schon, die ist gut. Und sonst vielleicht noch hier, dass man hier ein Window ran macht, plus verstärkte Wand, hier unverstärkt oder auch andersrum. Guckt, was da so anrennt und dann ja eben entsprechend wegballert. Das wäre auch eine Möglichkeit für Mira hier unten. Nun, jetzt verteidigt man Laundry und Supply Room in der Regel nicht nur mit 5 Leuten unten, sondern man sagt halt auch, man hat Roma oder hält sogar offensiv oben die Meeting Hall mit oder auch den Turm. Das heißt, ihr habt wirklich hier einen drin stehen im Turm, habt eventuell hier die Wände verstärkt vor mir, ein Fenster dran und kann halt schauen, ob was in den Meeting Room reingeht und entsprechend da Leute wegsnacken und einfach nur schauen, was da so abgeht. Andersrum gibt es halt auch, dass ich die Meeting Hall halte, nicht Meeting Room, hier ein bisschen was verstärke, vielleicht irgendein Rotation Hole irgendwie hab und hier drin eben halte. Vielleicht das Window andersrum platziere, muss nicht unbedingt. Oder hier vorne was. Die Wand ist möglich oder die hier. Die rechte finde ich wesentlich besser, weil sie nicht direkt im Blickfeld der Angreifer ist und da nicht 24/7 drauf geaimt wird. Und man trotzdem hier gut was sehen kann, wenn man hier drin wirklich hält, kann ich schauen, wird der Dropper aufgemacht, steht da jemand im Classroom, kann ich hier ein paar wegfraggen. Wenn ich das eben hier mache, ist es so ein bisschen gefährlicher, finde ich, weil man da überall offen ist und das halt direkt in deren Blickfeld ist. Wenn man das hier aufmacht, wird man direkt beschossen. Um das halten zu können, damit man jetzt hier nicht einfach überrannt wird, muss vielleicht hier in die Door eine Castle-Wand ran zum Beispiel. Und dann kann man hier auch mal schauen, was geht da so ab. Und sonst hält man hier drin, macht vielleicht sogar die Dropper auf, dass man selber droppen kann später, falls es gefährlich wird. Und so wird der Meeting Hall zum Beispiel auch mit Mira zusammengehalten. Den nächsten Spot, den ich zeigen will, ist hier oben. Da ist ein schönes Window, wenn man hier diese Wand verstärkt, die linke, und direkt daran ein Fenster platziert. Dauert einen kleinen Moment, zack. Und dann kann man eigentlich ganz geil was sehen. Einmal das große Fenster kann man hier sehen und auch diesen Gang. Hat also echt schon eine sehr schöne Sicht. In der Regel hat man
hier rechts ein Rotation hole. Vielleicht auch hier irgendwas, das man durchballern kann. Muss nicht. Aber man sieht auf jeden Fall schon mal sehr viel. Was geht hier ab? Kommt da einer rein? Kommt da einer rein? Gefahr herrscht natürlich von diesen Fenstern. Da muss irgendwie geschützt werden, sonst hängt sich da einer ran und der killt euch einfach. Nächster Spot ist, wenn man diese beiden Wände verstärkt und daran ein Fenster platziert. Will ich nicht direkt investieren, deswegen mache ich aber nur mit der Shotgun ein Loch rein. Hier ist natürlich praktisch ein Bandit-Trick zu machen. Falls die über Schlafzimmer kommen, kann man hier direkt immer die Leute abwehren und sonst auch pieken. Kommen da welche rein? Ist da Gefahr? Ist halt auch eine sehr schöne Sicht. Das letzte, was ich hier noch gerne oben spiele, wäre an dieser Wand. Auch die Wand entsprechend natürlich verstärken. Fenster vielleicht ein bisschen weiter links platzieren. Ja, so weit nach links, wie es geht. Und dann kann man immer schön pieken, falls da was kommt. Ist auch ein schöner Spot. Die Wände verstärken. Bisschen Gefahr herrscht von diesem Window, muss man sagen. Man kann da noch ganz knapp... Na, so, man kann es auch knapp sehen. Kann vielleicht sogar aufschießen. Ah, schwer. Aber es müsste, glaube ich, gehen. Auf jeden Fall ist hier auch von dem Fenster ein bisschen Gefahr, muss man sagen. Armory würde ich nie ein Fenster platzieren. Niemals. Auch wenn ihr sagt, ihr wollt hier drin halten, ihr werdet von unten weggenadet, dann hängt sich da einer ran und von den Stairs kommt was. Und wenn ihr, wenn ihr ein Fenster habt, hier steht ein Fenster und das verliert, was die Gegner für eine Sicht haben, das wäre schrecklich. Deswegen, Armory würde ich echt ungern Fenster platzieren. Nun ist aber auch nicht unüblich zu sagen, man verteidigt Dorms auch ein bisschen unten mit, und zwar die Kitchen. Warum macht man das? Weil die, wenn die Kitchen haben, euch von unten sehr viel Stress machen können. Wenn sie entsprechende Spots aufmachen, können sie hier zum Beispiel Rotation Hole up-aimen. Ich glaube, hier war irgendwo das Window, glaube ich, ne? Ah, ein bisschen fast schon zu weit, schon zu weit. Ja, können sie halt auch entsprechend Stress machen, wenn sie hier unten die Kitchen bekommen. Deswegen sagt man oft, man verteidigt die Kitchen und macht halt hier auch wieder ein Window rein. Hier wieder Mirror Window, was, wodurch man wieder hier schauen kann, was geht hier ab. Wenn man Kitchen hält, keiner kommt, kann man notfalls auch hier mal rausrennen und sich dann da mal einem wegsnacken, der da hängt. Deswegen ist der Spot, deswegen hält man des Öfteren auch mal die Kitchen mit und da ist eine Mira auch sehr praktisch. Ja, das wären so die Spots auf dem Verteidigungspunkt. Wir gehen weiter in den Turm. Der große Turm, teilweise wesentlich unterschätzt, es kann auch ein super geiler Bombspot sein. Man darf sich halt nur nicht mit 5 Leuten im Turm einengen, sondern muss sich halt zwangsweise hier irgendwie Rotation machen, dass man da so ein bisschen die Brücke noch mithält, da hinten verstärkt, die Meeting Hall auch vielleicht noch mithält, den Dropper da aufmacht, um zu gucken, dass man halt hier sich nicht mit 5 Leuten einsperrt. Hier gibt es, sag ich mal, witzige Mira-Spots. Mit der Effektivität darf man sich streiten. Zwar, wenn man hier trifft, kann man tatsächlich hier ein Mira-Window platzieren. Ist ein bisschen tricky, aber geht. Ist natürlich alles nicht verstärkt. Geht natürlich genauso durchsprayen, aber wenn man sich entsprechend so platziert, können sie euch zumindest nicht so leicht einen Headshot drücken, sondern halt nur Brusttreffer. Und dann kann man natürlich mal, falls einer rein will, den Leuten aber, die Leute aber abballern. Hier unten geht auch eins tatsächlich, ja. Das ist, naja, fast noch schlechter, finde ich. Aber halt auch. Nettes Ding. Mal ganz witzig. Ach, nicht jeder Angreifer rechnet damit. Ist eine nette Idee zwischendrin. Wären so zwei witzige Spots. Sonst sage ich mal, wenn ihr die Meeting Hall unter mir mithaltet, dann die Spots, die ich erst bei Laundry gezeigt habe. Vielleicht auch noch hier verstärken und in die Richtung gucken. Es gibt hier so ein paar Ideen. Und zuletzt auch eben hier ein Window, um zu schauen, was da so abgeht. Man kann Mira schon spielen im Turm, aber muss auch aufpassen. Der letzte Bombenspot ist Kitchen und Dining dazu. Ich weiß, ich zeige hier wirklich eine Bombe und nicht Secure und Co., aber wenn ich das auch noch mache, dauert das ewig. Und Bombe ist halt mit Abstand der beste Spielmodus und der einzig Competitive taugt hier auf jeden Fall. Bei Kitchen ist Mira ebenfalls so eine Sache. Natürlich kann man wieder die erst erwähnten Fenster hier machen, die Dinger. Sogar mit eventuell einer Double Window Strat, also wieder eins, das rechte zum Beispiel hier zu. Klar, Wand verstärken ist klar, aber dauert mir jetzt lange. Wand, das Fenster hier zu, das daneben auf und dann kann man wieder so ein bisschen gucken, was abgeht. Problem ist halt, ihr müsst jetzt ja Dining mithalten. Jetzt müsst ihr den Spot ja zwangsmäßig halten und ihr könnt da hinten nicht genau in die Ecke schauen. Ihr seht nicht perfekt, was geht hier jetzt ab. Und wenn da einer plantet, kommt ihr von dort sehr schlecht noch hin. Man kann natürlich trotzdem versuchen, hier einen Smoke wieder reinzustellen, der dann da oben wieder seine Smoke-Granaten durchschmeißt, zack, die Teile darüber wirft. Das geht. Man kriegt halt nicht den kompletten Spot da hinten ab. Hier ein Fenster ranzumachen ist relativ unpraktisch, weil da die Tür ist. Und ja, dann machen sie die einfach auf und dann könnt ihr euch da ganz schnell wieder von dem Fenster verpissen. Das geht also auch nicht. Was ebenfalls nur so bedingt praktisch ist, ist auch hier eins dran zu machen, weil genau, da ist nochmal ein Fenster, was euch einfach hier wegscheucht, dass ihr es ebenfalls nicht nutzen könnt. Ins Badezimmer rein ist auch alles so, naja, alles nett, aber braucht man das unbedingt? Und auch hier ist die Frage, man kann zwar Sicht über Meeting Hall, ganz nett, aber man hat hier wieder einen Dropper. Wenn man oben hält, wenn man sagt, man verteidigt oben mit, dann ist hier ein Fenster eventuell eine Idee.
Wenn das oben nicht hält, ist das Fenster Müll. Weil es wird von oben aufgemacht. Und dann habt ihr noch, könnt ihr Gegner halt von der Meeting Hall perfekt dahin aimen und schießen euch da weg, wo ihr da gerade das Fenster habt. Man sieht, Kitchen ist Mira auch so, naja, bedingt nützlich. Würde ich nicht picken. Ich würde sie aber halt Laundry und Supply ist sie super. Turm kann man drüber nachdenken. Kitchen, ja, nicht so sehr. Aber gut, das wäre es erstmal mit Oregon. Die andere Map, die ich in diesem Video zeigen möchte, ist Café. Café kann man auch richtig gut mit Mira spielen. Auf allen drei Bombenspots. Gut, Kitchen ist ein dummer Spot, aber manchmal muss man da eben durch, muss man den spielen. Wir beginnen aber ganz oben mit Bar und Cocktail Launch. Hier kann man mit einem Rotation Hole spielen, dass man hier rein rotieren kann. Wenn man Mira nimmt, würde ich es auf jeden Fall machen. Normal links, rechts geht auch. Wenn man sogar hier ran das C4 wirft, gehen beide Wände auf. Wenn man noch gleichzeitig einen Zigaretten-Launch rotieren will, manche machen das. Standard-Ding ist halt links. Und gute Wände für Mira-Fenster gibt es drei Stück von. Das, das und das. Das rechte nicht mehr, weil das kann man von dort aufschießen. Das ist ein Problem. Die anderen sind aber gut. Man kann sogar sagen, man macht zwei Wände gleichzeitig. Man macht einmal das hier. Und macht gleichzeitig aber auch noch das hier. Ich nehme jetzt dafür kurz die Shotgun. Das heißt, ihr habt zwei Fenster, um reinzuschauen, was passiert in der Zigaretten-Launch. Weil, wenn ihr die verliert, Zigaretten-Launch, ist schlecht. Weil die Zigaretten-Launch will man als Verteidiger nicht gerne verlieren. Wenn die Angreifer die einnehmen, noch Montagne haben und Co., wird es langsam echt gefährlich, weil sie hier langsam irgendwie Freezer aufmachen können oder wo auch immer, wo sie reinrennen. Da kann man mit Mira-Fenster an die Zigaretten-Launch echt gut halten. Ich habe mal, glaube ich, in einem Video auch von mir gesehen, so ein Live-Video. Das geht ganz gut mit diesen Fenstern hier. Man kann auch eben, wie gesagt, zwei gleichzeitig spielen. Gefahr herrscht einmal von diesen Fenstern. Jägergerät vielleicht hier hinstellen und auch mal einfach mal schauen, was geht da gerade so ab. Kommt da jemand? Vielleicht sogar hier eine Kesselwand dran. Versuche ist es wert auf jeden Fall. Hier vorne ist halt noch ein Problem, dass die von da nicht runterbannern. Man kann hier auch die Tür ruhig zumachen. Muss natürlich daran denken, dass man nicht alles zumachen sollte. Wenn man jetzt hier auch noch zumacht, dann sieht man ja nicht mehr, was auf B passiert. Und dann droppen die einfach mit 5 Leuten hier oben runter. Und ihr habt keine Sicht auf B und dann gibt's Stress. Sollte man eventuell noch einen hier bei A spielen haben, der dann schaut, ob da was droppt. Oder eben nur die eine Tür zumachen, diese hier. Das letzte Window, was hier noch praktisch ist, ist noch das hier. Dann kann ich gucken, was geht ein bisschen auf A ab, aber vor allem, was geht auf den White Stairs ab. Kommt da jemand die Treppen hoch, kann ich den mir wegsnacken oder eben entsprechend callen. Nicht zu lange stehen bleiben, auch hier wieder, sonst wird von da abgeschossen. Ist aber eine Möglichkeit zu spielen. In meinem Guide hatte ich noch den Spot hier gezeigt, zu sagen und zu schauen, falls jemand droppt. Ist nett, ist schwer zu halten. Das Fenster geht auf, das Fenster geht auf. Dann können sie auf jeden Fall euer Mira-Ding aufschießen. Und hier zu halten, hier so, ist eine gefährliche Sache. Noch möglich. Versuche es wert. Aber ich würde das Fenster nicht da investieren, sondern versucht die Mira-Fenster um den Freezer zu bauen. Dann könnt ihr die eigentlich hier oben sehr gut spielen. Mining. Da kann man Mira auch sehr schön spielen. Ich würde hier beide Wände verstärken, weil sonst wäre ich von der linken mit einer Granate oder so weggesprengt. Das wollt ihr ja nicht. Und dann macht ihr an die rechte Wand ein Mira-Fenster. Durch dieses Fenster könnt ihr das Fenster sehen. Ist immer so schwierig. Mira-Fenster, normales Fenster. Die Tür und auch diese Tür. Ich kann also einmal so langsam immer so durchpieken. Ah, da ist was. Zack. Ich finde, es ist eine geile Pose. Die kann man sehr gut spielen. Gefahr natürlich von hier, aber die herrscht, glaube ich, hier überall. Man kann auch gleichzeitig noch hier eins ran platzieren, hier irgendwo, um zu schauen, ob die von da einfach nur pushen. So, Jungs, Gefahr, irgendwas kommt von da. Nicht nötig, kann man machen, auf jeden Fall. Die Wand würde ich nicht unbedingt nehmen, ich finde die auf jeden Fall besser, die linke. Hier ist gefährlich mit diesen Fenstern mal wieder, das Übliche. Weil man aber sagen muss, man hier an der Wand, wenn man da eins ranmacht, an der linken, ruhig verstärken, echt gut mal sehen kann, was wird, kommt, da wäre gepusht. Das ist ja nicht unüblich, dass da jemand langkommt. Das kann man halt sehr schön da sehen. Was gibt's noch? Der eine andere spielt auch hier mit dem Fenster. Ebenfalls nicht ungefährlich. Hier hat man vielleicht noch Cover. Oben hat man vielleicht auch noch Deckung, dass der irgendwer ist. Da wird schwieriger.
da ebenfalls. Statt hier ein Fenster zu machen, würde ich einfach sagen, schickt euren Smoke oder wen ihr habt mit der Shotgun hier hin und macht normale Löcher. Macht ganz normale Löcher ohne Fenster. Lasst das Fenster hier erstmal weg und macht nur so Löcher rein. Und guckt halt, wenn ihr euer Mate habt, der gerade am Roam ist, der roamt gerade zurück, kann ja einfach mal reinschauen, was geht da so ab. Aber das Fenster würde ich eher lassen, dafür sehr viele Löcher hier reinhauen. Und zuletzt, da man bei Mining oftmals oben mithält. Weil oben zu verlieren ist ziemlich gefährlich. Hier oben wirklich den Spot zu verlieren. Dann machen sie einmal den Dropper auf. Dann haben sie oftmals noch einen Bug, der schießt hier den ganzen Kram auf. Und dann haben sie vielleicht noch einen Fuse, der ballert hier alles weg. Also oben zu verlieren ist ganz, ganz schlimm. Deswegen versucht man möglichst lange oben zu halten. So viel Zeit rauszuholen, wie es geht. Und da kann man ebenso auch die Fenster nehmen, die ich beim Spot oben gezeigt habe. Sprich, ich kann auch wieder hier ein Fenster platzieren, obwohl ich Mining verteidige. Und schauen. Oh, gehen Sie in die Zigarettenlounge rein? Kann ich mir hier einen Fraggen? Da kann ich die Tür abaimen. Das kann man ebenso hier oben spielen. Gut, gehen wir in den letzten Spot rein. Die Küche. Kitchen und Bakery. In Secure, wo man nur die Küche verteidigen muss, ist ein echt guter Spot. In Bombe, wo man auch die Bakery halten muss, ist alles andere als cool. Meinen Augen mit der schlimmste Verteidiger-Spot, den es gibt, weil man den auch spielen muss. Den kann man nicht umgehen. Es gibt ja keinen anderen Bomben-Spot mehr. Wenn man Ranked hat und nur Verteidigung gewinnt, dann muss man hier irgendwann hin. Und das ist nicht schön, sage ich mal. In meinem Guide hatte ich gezeigt, dass man diese Wand verstärkt und da ein Window ranballert. Und diese Wand hier vorne nicht verstärkt und da ebenfalls ein Window ranmacht. Vielleicht sogar C4 ranballert, eine C4-Falle machen kann im Sinne von da hinten, von diesem Fenster. Gucke ich, ob da vorne geplantet wird. Falls ja, sprengt das C4. Falls nicht, spray ich durch. Man sieht auch so, es muss gar kein Mirafenster sein. Ich kann hier auch ein normales Loch reinballern. Das da vorne ist halt sehr praktisch, weil die Gegner nicht zurückschauen können. Aber ihr seht, wird da geplantet. Jo, wird. Zack, zack, zack. Das ist ganz nett. Ein anderes Fenster ist natürlich hier dran. Hier irgendwo ein Mira-Fenster ran, ballern. Die Wand selbst verstärken, ist klar. Die daneben nicht, um durchschießen zu können. Vielleicht sogar Rotation holen, um direkt durchrennen zu können. Ich kann das Fenster sehen, ich kann die Tür sehen. Ja, da hinten so eine kleine Ecke noch sehen. Gefahr hier kommt von diesem Fenster wieder, weil man von da reingucken kann. Man sieht aber, sie kriegen nur das Fenster ganz rechts aufgeschossen. Wenn es in der Mitte ist, kriegen sie das nicht auf. Das ist schon mal etwas. Dennoch, wenn ihr hier steht und ihr geht kurz zu weit zurück, werdet ihr erschossen. Das heißt, ihr müsst irgendwie eine Kesselbarrikade hin und ihr müsst die Rotation Holes woanders hin machen, weil sonst sterbt ihr hier. Wo man sonst noch Mira spielen kann, ist irgendwo hier an diesen Wänden, damit man wenigstens schauen kann, was geht da hinten ab. Von diesem Fenster sehe ich ja nicht, was da passiert. Ich müsste ganz hier hinrennen und sehe immer noch nicht das rechte Fenster. Ich sehe hier erst jetzt. Deswegen ist Mira durchaus noch spielbar mit einem Fenster hier, um halt irgendwie mal schauen zu können, was passiert bei diesem Fenster. Weil ich kann da halt sonst nicht hingucken. Wenn ich da einen hier bei den Red Stairs platziere, wird der von wiederum diesem Fenster abgeaimt. Das ist echt schwierig, dieser Spot. Bei Freezer würde ich kein Mira-Fenster platzieren. Die könnt ihr hier vorne, könnt ihr die super nutzen. Und ja, das wäre Mira auf Kaffee. Das wäre es mit dieser Folge. Man sieht, man kann noch ein bisschen was draus machen. Das dauert schon entsprechend lang, das alles zu erklären. Vergesst nicht, ihr könnt auch eben Mute-Jammer oder Bandit-Stroben an den Wänden platzieren, wo Mira ihr Fenster hat, damit Hibana das nicht so einfach aufsprengen kann. Und ja, man sieht sich beim nächsten Mal. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Haut rein. Ciao.